Maike Neitz bei mir an meiner Seite. Du bist einer der wenigen weiblichen Gründerinnen, wenig muss ich sagen, weil du mir gerade eben schon eine kleine Statistik verraten hast. Es sind gerade mal in Deutschland 14,9% weibliche Gründerinnen. Woran? 6, leider sogar. Achso, 14,6. Okay. Ja, es ist leider noch ein bisschen weniger, aber die Zahlen sind gerade rausgekommen. Es sind immer noch erschreckend wenige Gründerinnen leider hierzulande im Gegensatz zu den männlichen Gründern. Woran liegt das? Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus sehr vielen Faktoren. Also es ist nie einfach zu beantworten. Es ist nach wie vor so, dass wir ein Problem haben, weil viele Frauen, glaube ich, weniger Selbstbewusstsein mitbringen. Also immer noch viele Selbstzweifel, dass sie irgendwie denken, ah, sie schaffen das eventuell nicht, sind eventuell auch ein bisschen sicherheitsbedürftiger. Also sind dann eher in Angestelltenverhältnissen, weil sie das Gefühl haben, ja, es könnte ja auch sehr, sehr viel schief gehen und trauen sich eben letztendlich einfach nicht. Dann viele traditionelle, also was so die traditionelle Geschlechterklischees, aber auch die Gesellschaftsnormen angeht. Also einfach die traditionelle Rolle der Frau ist natürlich, dass sie biologisch gesehen einfach die Kinder bekommt. Der durchschnittliche männliche Gründer ist 32 Jahre alt. Das ist nun genau das Alter, in dem auch Akademikerinnen zum Beispiel normalerweise ihr Kind bekommen. Und ich glaube, viele entscheiden sich dann tatsächlich dafür, nur ein Kind zu bekommen und nicht sozusagen zwei, weil in Startups kann man letztlich auch irgendwie noch als Riesenbaby bezeichnen. Ja. Und es führt also dazu, dass es auch weniger Gründerinnen gibt. Welche Lösung gibt es denn jetzt für dieses Problem? Weil zu sagen, naja gut, bekomm keine Kinder. Es ist ja verständlich, dass du als Mutter vielleicht sagst, ach, wenn ich irgendwo angestellt bin, ist ja super, dann kann ich mich auch mit meinem Kind mir Zeit lassen ein Jahr. Was ist dafür, hast du dafür einen Vorschlag, wie man dieses Problem letzten Endes lösen könnte? Ja, auch hier wieder auf vielen verschiedenen Ebenen. Also nach wie vor glaube ich, dass im Bereich Gründungsunterstützung noch unglaublich viel Platz ist. Das heißt, gibt es zum Beispiel Coworking Spaces mit Kinderbetreuungsangebot. Habe ich gerade gelernt, in München gibt es vielleicht, gibt es einen tatsächlich, wo eine Kita dran ist. Was auch so Gründerinnen-Stipendien zum Beispiel angeht, gibt es viel im Bereich Uni, aber es gibt wenige Stipendien, die sagen, okay, wir unterstützen eine Gründerin gerade in den ersten 6 Monaten, die halt unglaublich schwer sind, weil sie gerade dabei ist, ihr Konzept auszuarbeiten und richtig loszulegen, bevor sie überhaupt an die Investoren geht. Dann, glaube ich, muss man zum Teil auch noch viel, viel früher anfangen. Ich habe gerade zitiert, ich habe ja eine Keynote gehalten und da habe ich eine Mathelehrerin zitiert, die gesagt hat, liebe Mütter, bitte erzählt euren Töchtern nicht, dass ihr auch kein Mathe konntet. Was will ich damit sagen? Viele Geschlechterklischees, ja, auch wenn es unterbewusst ist, zwischen Mathe, Informatik und Naturwissenschaften, diese Fächer kennen keine Geschlechter, die kennen kein männlich oder weiblich. Es gibt keine angeborene Schwäche von Mädels, dass sie irgendwie schlechter Mathe oder sowas können. Aber es ist nach wie vor so, dass super wenige Frauen in diesen MINT-Fächern landen. Es gibt aber viele Gründer, die aus diesen MINT-Fächern kommen. Also es fängt vielleicht eben schon auch in der Bildung an, dass man früher sagt, okay, vielleicht eine Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften hervorheben und nicht in diesem rosa-blauen Denken unbedingt zu bleiben, so nach dem Motto, Mädels können irgendwie gut Deutsch und Englisch. Also letzten Endes können auch die Eltern ihren Teil dazu beitragen und ihre Kinder bestärken, vielleicht ein bisschen quer zu denken. Absolut. Ein Beispiel auch von mir selber, was ich auch sehr wichtig finde, dass man das ein bisschen öfters diskutiert. Ich habe dieses Unternehmerin sein als Berufswunsch oder als Berufsprofil, das gab es bei mir überhaupt nicht. Also meine Eltern sind Ärzte und die haben wirklich einen fantastischen Job gemacht, aber so die gängigen Berufsprofile waren immer, willst du Anwältin werden oder Ärztin oder Lehrerin oder meinetwegen Astronautin noch, ne? Aber da war irgendwie niemand, der zu mir gesagt hat, ja Maike, wenn du eine richtig, richtig gute Idee hast, dann gründest du dein eigenes Unternehmen. Das heißt dann Unternehmerin sein und dann wirst du deine eigene Chefin. Und finde ich irgendwie in den Schulen auch dieser Berufswunsch Unternehmerin müsste viel, viel stärker herausgearbeitet werden. Man kennt das immer aus diesen Freundesbüchern, wo genau. Man dann seinen Traumberuf eingetragen hat. Da war immer so, ah ja, Lehrerin. Ärztin, ja, genau. Ja, alles Mögliche, aber nicht so Unternehmerin. Hätte ich mir super cool gefunden, hätte ich das als kleines Mädel irgendwie schon gesagt. So, Mama, ich möchte Unternehmerin sein. Wusste ich nicht, was das bedeutet. Absolut. Noch ein ganz anderes Thema, Hashtag MeToo. Ist die Start-up-Szene wirklich so ein Macho-Spielfeld oder ist das ein Klischee? Schwierig. Ich glaube, es ist
dass da durchaus was Wahres dran ist, aber ich würde das jetzt mal positiv auch ausdrücken, dass wir gerade dabei sind, da auch viel aufzubrechen. Also ich hatte tatsächlich wirklich erschreckende Situationen auf einer Konferenz, wo zu wenig Frauen da waren und da wurden dann Frauen gecastet, sodass die den weiblichen Anteil auf dieser Konferenz tatsächlich noch ein bisschen aufgemischt haben. Also es gibt diese Geschichten und die sind in Berlin passiert und das ist wirklich so, dass man denkt, so krass, hat es diese Szene nötig, da irgendwie externe Ladies einzuladen, nur damit es ein bisschen bunter wird. Es ist nach wie vor schwierig, aber ich glaube, es wird besser. Also diese Zahl 14,6 ist zum Glück auch schon eine positive Tendenz, auch wenn es immer noch wenig ist, aber letztes Jahr waren es noch 13%, glaube ich. Würde sowas wie eine Art Frauenquote bei sowas helfen? Oder glaubst du, ist es eher der Weg, ich unterstütze zum Beispiel Frauen, indem ich eine Kita einrichte? Ja, ich glaube, eine Startup-Quote hilft in dem Bereich nicht. Also ich glaube, dass wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass es auch so funktioniert. Ja? Einfach mehr Startup-Mitarbeiterinnen in die Startups bekommen. Damit fängt es ja auch an, nicht unbedingt Gründerin, sondern auch Mitarbeiterin. Aber gerade in der Startup-Welt ist es unglaublich schwer, zum Beispiel überhaupt Entwickler zu bekommen, ob es jetzt Frauen oder Männer sind, und dann noch eine Quote einzuführen. Also jeder sucht irgendwie PHP-Entwickler händeringend. Ja? Da wäre es wirklich schwierig, dann auch noch zu sagen, okay, ihr dürft jetzt nur weibliche Entwicklerinnen nehmen, weil die sind leider wirklich einfach noch nicht zahlreich genug vertreten, als dass man da irgendwie ein Geschäftskonzept mit umsetzen könnte, wenn das dann noch eine Frau sein müsste. Also ich würde mich auch freuen, wenn das irgendwie anders funktioniert. Ich glaube, Vorbilder hatten wir noch nicht angesprochen und Mentorinnen. Also es ist noch eine Sache, dass es viel, viel präsenter einfach sein muss, noch viel, viel Unternehmerinnen auch als Vorbilder in den Medien da sind, zu sagen, so okay, so was die gemacht hat, das möchte ich auch machen. Du hast ja auch für die Sendung Die Höhle des Löwen gearbeitet und da sieht es ja auch so aus, wenn man sich allein die Investoren mal anschaut und auch die Startups, dass tatsächlich wenig Frauen vertreten sind. Was hattest du denn vom Gefühl her, wenn du hast dich ja wahrscheinlich auch sehr viel mit den Startups an sich unterhalten. Mhm. Woran liegt das genau, wenn du jetzt dir gerade mal die jungen Weiblichen rausnimmst, was erzählen die dir? Da bist du ja ganz nah dran an den Gründerinnen. Mhm. Ja, ich habe, ich glaube, dass es, jetzt muss ich wieder so pauschalisieren, aber vielleicht, dass diese Rampensäue einfach fehlen. Also, dass es einfach auch noch eine Scheu ist, da zu sagen, so, ich mache das jetzt und ich gehe jetzt auch raus und zeige mich von einem riesen Publikum, dass aus welchen Gründen auch immer, und da müsste man dann tatsächlich eine Psychologin fragen, Frauen da irgendwie sich nicht so in den Vordergrund drängen und vielleicht auch nicht so locker sind, ein bisschen braver und deswegen auch eher, ja, so ein bisschen wie das Mut-Thema, sich nicht unbedingt trauen, in so eine Sendung zu gehen. Also Ladies, habt Mut, gründet ein eigenes Startup, ihr habt es auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich, dass Maike Neitz bei mir war. Dankeschön.